Jo, was ist ein Array? Gibt hier schon herzlich viele Be Erklärungen dazu. Ich finde, die sind alle grausam. Ich gebe einfach mal ein paar Beispiele, was ich finde, was ein Array ist oder wie man sich das vorstellen kann. Zum Beispiel das hier, das hier, das hier oder das hier. Ich denke, die Idee dahinter ist klar. Ich stelle mir ein Array einfach immer vor wie ein Schrank. Und es funktioniert auch genau, wie ein Schrank funktioniert. Wenn ich irgendwo aus einem Array was rausholen soll, dann ist es genauso wie aus dem Schrank. Sagen wir, ich will meiner Freundin sagen, hol mir doch die Autoschlüssel aus meinem Schrank. Dann sind hier vier Schubladen und sie fragt mich natürlich, in welcher? Dann muss ich hier irgendwie sagen, ja, in der ersten oder in der zweiten oder in der dritten oder in der vierten. Ich könnte auch sagen, in der zweiten von unten. Ich könnte auch sagen, in der dritten von oben oder vielleicht in der mittleren unterhalb oder so. Naja, es gibt sehr viele Möglichkeiten, das zu erklären. Aber das Wichtige ist, ich muss diese Schublade irgendwie identifizieren. Und wenn ich jetzt bei mir zu Hause so einen großen Schrank habe wie den hier und jetzt meine Schlüssel hier drinne sind, dann muss ich hier das auch irgendwie sagen können. Da kann ich zum Beispiel sagen, ja, in der zweiten Ra Spalte. In der Mitte. Ich kann auch sagen, zweite Spalte und das dritte von oben oder das dritte von unten. Wieder genau dasselbe Ding. Irgendwie muss ich meine Schublade hier identifizieren können. Und genau dasselbe passiert eigentlich auch mit Arrays. Ein Array ist einfach nur so eine riesige Schublade und wenn du irgendwo reingucken willst, musst du einfach angeben, wo du reingucken willst. Das heißt, in unserem Fall könnte das dann sowas sein wie hier die zweite Spalte und die dritte Reihe. So, das heißt die zweite Spalte und die dritte Reihe. Sehr gut. Oder Moment mal. Haben wir nicht einen Fehler gemacht? Könnte das nicht Moment auch andersrum sein, dass das hier eigentlich die Reihe angibt? Dann müsste das ja 3 sein und das gibt die Spalte an. Dann müsste das ja 2 sein. Warum ist das jetzt eigentlich? Habe ich schon viele Leute Fragen gehört, die gerade neu in dem Thema sind und es gibt tatsächlich dann auch Lehrer, die darauf eine passende Antwort haben. Die sagen dann, natürlich, das ist doch ganz klar hier die Spalte und das ist ganz klar hier die Reihe und du hast dir das gefälligst zu merken, sonst gibt es Punkteabzug. Warum stellen die sich das so vor? Weil wenn du, wir gehen jetzt nochmal kurz am besten auf eine leere Seite, wenn man sich ein eindimensionales Array vorstellt, wir nennen unser Array jetzt einfach mal A, wir haben eine Dimension, dann wird die ja, je nachdem wie groß die ist, ist es ja einfach nur so eine ganz lange Reihe im Speicher in der Regel. Hängt auch von der Programmiersprache ab. Sonst nicht interessiert. Und deswegen ist es ganz schön, sich das hier als Spaltenindex vorzustellen, weil du dann sagst, okay, das hier ist die erste Spalte, das ist die zweite Spalte, die dritte Spalte, die vierte Spalte, so geht er dann durch, weil es so auch im Speicher liegen kann oder meistens auch liegt. Was jetzt natürlich blöd ist, der typische Schrank sieht allerdings so aus und nicht so. Jetzt bitte nicht verwirren lassen, deswegen finde ich es viel angenehmer, Entschuldigung, wir gehen nochmal hier hin, wie in der zweiten Variante, dass wir sagen, wir geben mit dem ersten Teil unsere Reihe an und mit dem zweiten Teil geben wir unsere Spalte an. Warum finde ich das einfacher? Weil ich habe ja als Mensch eine gewisse Körpergröße und ich gucke, wenn ich irgendwas suchen würde, zuerst mal in der ersten kompletten Reihe. Weil es ist ja viel schwieriger, mich immer weiter nach unten zu bücken, um dann zum Beispiel diese hier zu erreichen. Es ist viel angenehmer, die ersten hier durchzugucken. So, aber jetzt sage ich, das ist so und der Lehrer sagt, das ist andersrum oder vielleicht andere sagen. Wichtig ist bei der Sache, es ist völlig egal, wie rum es ist. Ihr braucht euch nicht zu merken, was Spalten und was Reihen sind. Das könnt ihr jedes Mal quasi selber entscheiden. Ihr solltet dabei nur konsequent sein. Das heißt, wenn ihr ein Programm schreibt, wo ihr 500 Arrays habt, dann sollten in allen 500 Arrays immer eure Spalten am Anfang stehen und eure Reihen als zweites. Oder immer die Reihen am Anfang und dann sollten die Spalten indiziert sein. Und wenn dann ein Kollege von euch kommt und denkt, es ist genau umgedreht, dann kann er das denken, solange er das für alle 500 denkt. Weil es ist völlig egal, wie rum ihr das denkt, ob ihr euch den Schrank so rum vorstellt oder so. Der Speicher sieht tatsächlich nachher völlig sowieso völlig anders aus. Ja, sprechen ist schwer. Um jetzt gerade nochmal technisch zu werden, wie sieht der Speicher tatsächlich aus? Kommt natürlich auch auf die Programmiersprache an. Wenn wir jetzt hier noch eine zweite Dimension dran machen, könnte man sich ja vorstellen, und das ist das, was die ganzen Programmierlehrer auch oft gerne zeigen, da kommt ja hier einfach dann unten nochmal so eine zweite Reihe dran. Und deswegen ist es auch schön hier Reihenindex. Faktisch ist das aber halt falsch. Die zweite Reihe wird halt einfach hinten dran gesetzt. So sieht das halt einfach in der Realität aus. Und deswegen passt das halt überhaupt nicht auf irgendwas mit Spalten und Reihen, weil es ist einfach nur eine ganz lange Reihe. Programmiersprachenabhängig. Es kann auch so sein, ich weiß nicht, ich glaube in Python ist es so, dass diese ganzen Indizes einfach überall verteilt sind. Also überhaupt keine Reihe bilden. Da ist das nochmal was anderes. Aber darauf wollen wir gar nicht eingehen, auf diese Feinheiten. Worauf ich hinaus will, ist, der Speicher sieht tatsächlich ganz anders aus. Und was jetzt Reihen, was jetzt Spalten sind, ist einem völlig egal. Man benutzt einfach das, was einem am besten passt. Oh, Entschuldigung für die Hin- und Herspringerei. Hier vielleicht nochmal kurz eine Anmerkung für alle, die sich das vielleicht gedacht haben. Wenn das hier alles eine Reihe wäre, dann könnte ich doch eigentlich, selbst wenn ich zwei Dimensionen habe, einfach mit dieser hier bis hierhin irgendwie iterieren und dann nochmal eins weitergehen
Und dann wäre ich ja quasi in meiner nächsten Spalte oder Reihe, je nachdem, was ich mir vorstelle. Und tatsächlich, es hängt ab von der Programmiersprache, aber es geht. Wenn du C++ benutzt und den richtigen Compiler, dann wirst du hier tatsächlich dann das so machen, als ob du hier eins draufgezählt hättest. Aber Vorsicht, lieber nicht machen, weil wie gesagt, es hängt ab vom Compiler. Es gibt Compiler, die da einfach nochmal frecherweise noch kleine Speicherblöcke zwischen reinsetzen. Aber das nur kurz am Rande. So technisch wollten wir gar nicht werden. Wie gesagt, wenn wir wissen wollen, was ist ein Array, dann sagen wir, ein Schrank ist ein Array. Und das passt perfekt.